Hallöchen, ganz schneller Einstieg, ohne irgendwelche Anrede, wir sind gerade mitten in Action, aber ihr habt den alle jetzt voll gesehen. Ja Leute, das gleiche geht für mich. Es hat recht. Ja. Das ist ein größerer Gegner gleich. Au. Wenn ich einmal an seine Schwachstelle ordentlich jetzt rankomme, kann ich da immer wirklich aktivieren. Wo ist denn die Schwachstelle? Unten oder? Arsch, unten runter. Wie immer, bei den Viechern. Unten runter kommen wir nicht ran, außer er macht den Gegner tot, quasi zum Schlagen. Also auch wenn es physikalisch so aussieht, als würde man rankommen, kommen wir nicht ran. Jetzt voll auf mich abgesehen. Endlich mal für mich. Keine Munition. Sie haben Verstärkung gerufen. Mach dich bereit. Was ist er denn jetzt? Denken gegangen und hat seine Viecher vorgeschickt. Wo ist denn hier Munitionsdings? Auf der Seite, wo ich jetzt gerade bin. Ah, los, geht auf. Boah. Du jetzt auch noch. Wir gehen gerade voll die Action ab. Ja. Ich habe den großen Hammer auch geschafft. Jo, na nee, der ist nicht tot, der liegt noch. Der ist nur Deckung gegangen. Oh, da ist er mal. Das ist derselbe groß, ich höre, der haben wir nicht. Der ist nur Deckung gegangen. Das Schlimme ist, jetzt kämpft er halt nicht mehr alleine gegen uns, sondern mit seinen kleinen Viechern. Ja, aber wir haben ja auch eine Verstärkung bekommen. Naja, die... Stirb doch. Wo kamen die denn her? Vorsicht! Tess, ich habe Angst. Alter, ich bin tot. Wo bist du? Hinten am Fluss. Warte, geh weg, lass das. Du stirbst, wenn du hierher gehst. Du wirst hier von den Dingern bombardiert. Ich bin von selber. Halbwegs hier. Schaffst du nicht. Oh doch, sehr schön. Gut gemacht, Elf. Ah, und direkt wieder tot. Und ich selber wieder. Ich kann mich kaum bewegen. Ja, das ist das Problem an der Sache. Nur kümmert mich jetzt mal um die. Nämlich halb hier um die Fisch. Ich könnte entkommen, aber. Ja, ist doch noch. Aber ich muss jetzt dafür hinkommen. Ich kümmere mich gerade um die permanent, weil die spawnen auch direkt wieder. Naja, das ist ja das Schlimme. Also, das ist auch. Alter, Falter! Und wieder tot. Nee, noch nicht, sehr schön. Da, es sah nur kurz so aus wie tot. Herausforderung abgeschlossen. Ja, jetzt bin ich tot. Das ist aber auch. Ja, das Problem ist, wenn wir diese Tower oder diese Dinger dann abschießen, dann haben wir gar keine Chance, weil die halt eine super hohe Reichweite haben, slowen und ziemlich viel Schaden machen. Boah, die bombardieren einen ja. Aber ich bin doch außer Gefecht gesetzt. Ich komme jetzt mal zu dir. Ja, brauchst. Solange es safe ist, lass es. Nichts, was nicht safe ist. Sehr schön, danke. Ja, warte. Kümmere ich mich jetzt gleich um dich. Aha! Danke! Ich hing dir eben so um halb, auf halb acht. Scheiße. Leute, das ist ziemlich heftig. Ja, der ist wirklich heftig. Ich bin auch schon gleich schon wieder tot. Dankeschön. Aha, die hat sich erwischt. Ja. Warte. Ja. Ich habe nie genug Zeit, um. Sorry, dass ich ihn jetzt ohne dich erledigt habe. Aber ich wollte jetzt mal, die Möglichkeit nutzen. Wow. Das war aber schön. Das hat Spaß gemacht, aber irgendwie.
Ja. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, schon, also... mir gewesen, ja, die Herausforderung halt. Ich schulde dir und deinem Freund was. Zeig dich sofort erkenntlich, Fallen. Dein Architekt soll sich im Süden befinden. Das habe ich gehört. Was für ein Höllentag. Geh nach Hause, trink eine Flasche und schlaf dich aus. Ich gehe zurück zur Ranch. Ich muss über den nächsten Schritt nachdenken. Nur mal ein bisschen einsammeln hier. Pheromone in der Nähe. Jo, habe ich so nebenbei gemacht. Ob es dieselbe Chemikalie ist, die wir auf der Parada-Farm gefunden haben. Ja, ich habe erstmal die. Und Munition muss ich auch mal wieder auffrischen. Wir müssen dann bei Gelegenheit auch mal wieder eine Folge machen, wo ich mal wieder alles aufrüste. Ne? Da musst du mir dann wieder bei helfen. Jo. Müssen wir ja nicht mehr heute machen oder so. Ja. Hier ist wieder was zum Einsammeln. Muss ich das wieder mit E oder was? Zippeln. E tippen, mit E tippen hebst du auf, mit E gedrückt halt legst du direkt an. Achso, ja, ne, das sind aber irgendwelche Magazine oder wie das aussieht. Wenn du die nicht aufsammelst, dann mal sammelst du den direkt auf, wenn es Magazine sind oder so. Wo bist du schon wieder? Bin schon bei der Quest, hier vorne. Du bist nur 10 Meter weiter. Du gehst in die falsche Richtung. Ja, ich weiß. Warum tust du es dann? Ja. Da bist du. Und willst du? Ich komme mal. Bei der nächsten Quest ist er schon wieder. So, so. Nee, noch nichts angenommen. Ich warte hier noch. Das ganz ist brav. Ganz brav. Ja, ich will Leckerli. Möchtest du das machen wieder? Will das den Vortritt? Ach, Dankeschön. Ach, das ist so lieb von dir. Dieser Körper bin heute. An den Händen und Füßen befindet sich hörst du eine was? Große Menge dieser Pheromone. Ja. Dann ist gut. Und im Blut sind Alkoholspuren zu finden. Alkohol? Nanda? Immer diesen Transporter gefahren ist, trägt die Verantwortung dafür, dass die Hellbugs hier sind. Leider können wir ihnen jetzt keine Fragen mehr stellen. Komm sofort zurück zur Ranch. Hier wimmelt es vor verdammten Raiders. Dürfen wir mal erwähnen, das, Kinder, passiert mit euch, wenn ihr Alkohol trinkt, ne? Kommen wir in den Sinn. Seht ihr euch das genau an. Können wir in das Fahrzeug irgendwie? Nee. Schade, ich dachte, wir könnten jetzt zusammenfahren. Nee, es gibt keine Fahrzeuge mehr in den nächsten Quests. Also wir schalten später nochmal neues Quatsch frei, aber das war's auch schon. Über eine Quest. Und ein Auto können wir uns kaufen, aber können wir auch nicht zusammenfahren, oder was? Da weiß ich, ob das ob wir das zusammenfahren können. Wenn ich, um ehrlich zu sein. Ich weiß zwar, dass man es halt fahren kann, Auto später, aber ich weiß nicht, ob man da mit mehreren rein kann. Ah, oder ja. Ob man da nur alleine fahren kann. Wir müssen mal kurz querfeld ein. Ich glaube, wir sind in der falschen Straße. Wir müssen die Gegner, ja, die da war ein Stein am Baum. So, guck mal, das Querfeld einfach noch gar nicht so schlimm, oder? Nein, das war sogar richtig in Ordnung. Bist. Die Mission machen wir noch und ich denke mal, dann war's und nämlich auch schon wieder für heute. Das ich hoffe, das wird schaffen. Richtig. Nehmen wir an. E und akzeptieren. Sie ist in deiner Nähe gesehen worden. Sieh dich mal um, ob du etwas entdeckst. Und direkt wieder fahren. 200 Meter. Ich versuch's einfach nochmal querfeld ein, vielleicht wird das ja nochmal halbwegs akzeptabel. Sieht aber nicht so aus. Hep. Ja, ich muss mich ja nach der Quest da richten, ne? Ich bin schon da. Hier ist niemand. Das Feuer ist vor Stunden ausgegangen und offenbar wurde das Lager durchsucht. Jemand hat nach der Camperin gesucht. Sehen wir uns mal um. Ich warte hier, bevor ich irgendwas mache. Dann auch hier mal rumkommst. Jetzt müssen wir das Lager suchen. Gerne jetzt Lager. Das hier nennt sich Lager. Das ist ein Lager, ja. Der Boden ist mit Hellbug-Pheromonen durchtränkt. Ob das mit dem anormalen Hellbug-Verhalten zu tun hat, das Cooper erwähnt hat? Ich schicke diese Daten zu Aaron. Vielleicht weiß sie mehr. Oh, das Auto, das müssten wir haben. Ja, das ist super, ne?
Daten auf dein Ego gerät, das sieht nicht schlecht dann kannst du die Spur verfolgen. Sieh nach, wohin sie führt. Ich habe Aarons Daten erhalten und das Ende der Spur markiert. Ja, da sehen wir, wo wir hin müssen. Da hoch. Weit sogar freundlicherweise aus. Das ist aber zu gut. Ja, ich bin heute unglaublich freundlich. Ja, doch, du bist zuvorkommen. Das sind tote Soldaten der ja, alles. Erde. Sie müssen hinter der Camperin her gewesen sein. Hauptsächlich komme ich dir zuvor, ne? Trotzdem bist du noch schneller. Ja, ich habe noch nichts gemacht gehabt. Ich bin das einfach abgerannt. Sie von alleine quasi. Du musst einfach diese blöden Punkte hier hin und her abrennen oder so. Nee, du musst eh drücken an den, glaube ich. Oder? Ja. Ich muss scannen. Keine Anzeichen, dass dieser Soldat erschossen wurde. Laut Analyse ist er von Hellbug-Pheromonen bedeckt. Aber wo sind die Hellbugs? Interessant. Da führen Fußspuren vom Lager weg. Jemand ist diesem Kampf entkommen. Irgendwie. Rathus Paraba hat mir gerade gemeldet, dass er in der Nähe seiner Ranch eine wilde Schießerei stattfindet. Was willst du machen? Weiß ich, querfällt ein. E-Raps da, aber fahr mal wieder. Geh hin und find raus, was da los ist. 100 Meter. Hast du gerade angehalten? Ich stehe hier. Damit das nicht passiert. Die Bosse wollen dich lebend, also komm einfach raus. Keine Chance, du Hancho! Du Hancho. Auf was schießt du denn die ganze Zeit? Da! Hier hinten ist noch ein großer. Wo denn? Komm, ich mach das Käferchen. Hinter dir! Ah, da! Ach, boom. Jetzt müssen wir hier diese komischen Türme ausschalten oder so. Da kommt ein grüner, ein blauer. Einfach kurz machen. Ah, auf. Ich glaube, wir müssen einfach drauf schießen. Ich habe gar keine Energieerzeuge, weil ich. Ja, kommt mich doch holen, ihr Langos! Ja, auf sag diese Türme. Colonel, er kann mich mal! Hast du den Turm jetzt ausgeschaltet? Der erste von dreien. So. Nicht leicht. Nächster Turm kaputt. Hier ist der letzte Turm, rechts neben dir. Alf, hier hinter mir ist dein letzter Turm. Müssen wir den kaputt machen? Wo ist denn der? Hier. Kann aufschießen. Ich nicht. Aufschießen. Wer bist du? Und wieso hilfst du mir? Oh, jetzt wird's witzig. Ach du Scheiße. Das wird witzig sein. War also wie der Kumpel von eben. Nur halt in Schule. Ja, und. Warum kommst du jetzt aus der Hinsicht mir? Weil er dich lieb hat. Und er kann kleine Varianten von sich selbst. Cool, oder? Scheiße, ich bin fest. Au. Au. Ich komme jetzt von zwei, das ist tödlich. Der von zwei direkt in einer 1-2 Schläge bekommen, war einfach direkt halb tot. Mehr. Du hast gesagt, das wäre witzig, ne? Ich finde das alles witzig. Ich finde das super lustig. Brille quasi. Ich hatte auch, warum mich im er sucht sich meistens einen aus. Zufällig. Guck mal, jetzt geht er auf mich.
Jawohl. Aber er hat mal einen kreiert hier. Der hat voll schon kreiert. Jawohl. Mir zu helfen war ehrenhaft. Aber ich gehe nicht ins Gefängnis. Leg sie hin. Langsam. Deiner Aufmachung nach weißt du ja wohl, was der nächste Schritt ist. Hände an den Archengürtel. Bist du so nett wie der letzte Gesetzeshüter und lässt mich laufen? Negativ. Lustig. Er hatte die gleiche Waffe und hat sie auch gerne auf mich gerichtet. Ebenfalls negativ. Die haben nur wenige. Nolan hieß er, glaube ich. Nolan? Gesetzeshüter? Das muss ein anderer sein. Redest du etwa von Josh Nolan? Warum sollte er dich laufen lassen? Ich habe ihn gerettet. Und seine Freundin. Eine Freundin hat er auch. Ich fass es nicht. Wirst du mich verhaften? Mal sehen. Ups. Was wollen die E-Raps von dir? Wissen, wie man Hellbugs richtig kontrolliert. Das können sie nicht. Ich schon. Die Einheit ist mir durchs ganze Grenzland gefolgt. Die gehören also nicht zu Grant? Nein, wer das auch sein mag. Colonel Hampton Gretschs Einheit. Hammerhead, hm? Er ist ein verdammter Irrer. Und bedeutet nichts als Ärger für Paradise. Nolan mag dir vertraut haben, Lady. Aber ich nicht. Noch nicht. Du bist erstmal auf Bewährung. Das Gesetz hat keine Handhabe gegen die E-Raps. Also wirst du mir helfen, herauszufinden, was da los ist. Na klar. Finde alles über das Fängerprojekt heraus. Ich sage Aaron, was du vorhast. Vielleicht kann sie helfen. Ich pass auf die hier auf. Na na. Wenn wir das können. Nennen wir es aufpassen, ne? Ja. Ja, Leute. Ich glaube, das war's dann auch mal wieder. Genau, für diese sehr kurze Aufnahme war es jetzt auch schon. Na, was heißt kurze Aufnahme? Wir haben schon überzogen. Ja, ach, ein bisschen. Ein bisschen, na gut. Okay. Kein bisschen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und würde ich auch sagen. Und deswegen, okidoki, macht's gut. Arrivederci. Bis bald. Gut, tschüssi.